Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Heute mit einer Spezialausgabe, nämlich DFB-Pokal ist heute das große Thema, weil wir ja kurz vor dem großen Halbfinale stehen in Leverkusen und wir konnten uns keine zwei besseren Gäste aussuchen als die, die heute da sind. Nämlich, ich fange einfach mal hier links bei mir an, einmal Harald Kartemann, 1996 im letzten Halbfinale gestanden mit der Fortuna im DFB-Pokal und Heiner Baltes, ja, was soll man dazu sagen, zweimal den DFB-Pokal gewonnen für die Fortuna. Also zwei absolute DFB-Pokal-Legenden, wenn ich sagen kann. Schön, dass ihr da seid. Sehr gerne. Wir freuen uns. Dann legen wir doch einfach mal los. Was für Emotionen löst das Wort DFB-Pokal in euch aus? Ja, waren immer sehr interessante Spiele, ne? Egal gegen wen, weil immer hopp oder top. Das heißt, es gab nur Sieg oder Niederlage. Und das war natürlich von dem Ganzen drumherum, vor allen Dingen, wenn man ja am Anfang gegen die Amateure gespielt hat oder so, war schon sehr interessant und auch immer sehr große Emotionen. Also von daher waren es Pokalspiele immer Highlights, ja. Heiner, wie war es bei dir? Was löst das aus? Ja, das war auch bei uns im Vorfeld. Ich habe mal, weil das ja schon so lange her ist bei mir, im Vorfeld mal geschaut, gegen wen wir immer gespielt haben mit Auslosung. Das war, wir waren auch in Dortmund und haben gegen Dortmund gewonnen oder die Gladbacher waren bei uns. Es war schon teilweise sehr, sehr emotional. Und wenn man dann so im Pokalendspiel steht, so wie wir es ja in Anführungsstriche dreimal gemacht haben. Das erste Mal haben wir leider gegen Köln verloren. Das ist schon wunderbar. Und wenn man dann die Nationalhymne da im Endspiel noch spielen hört und dann noch gewinnt. Also ich möchte die Bierchen nicht zählen, die ich in der getrunken habe. Ja. Oder wenn ich heute noch die Bilder sehe, emotional, wenn man mit dem Pokal dasteht und hält den hoch. Ja. Das ist schon super. Harald, du hast gerade schon angedeutet, es waren natürlich immer K.O.-Spiele. Ist man da als Spieler fokussierter vor so einem Spiel? Was heißt fokussierter? Man sollte schon immer fokussiert sein. Aber es ist ja wie im normalen Leben auch. Ich sag mal, wenn man aus dem normalen Trott rauskommt und wenn es nur ein paar Prozent sind, ist es was anderes. Also ist man in dem Sinne fokussierter, ein bisschen angespannter. Also es ist schon was anderes, wenn man da steht und weiß, heute wird es entschieden. Das ist schon was anderes, ja. Man hat eine andere Anspannung irgendwie, glaube ich, in der Sicht, ne? Ja, klar, wenn man die entscheidenden Spiele für einen Aufstieg gegen den Abstieg oder ich sag mal Spiele gegen Dortmund oder gegen Bayern, hat man natürlich auch eine andere Anspannung, als wenn man, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein normales Bundesligaspiel hat. Aber das Pokal war dann nochmal was anderes, weil man wirklich wusste, man ist eine Runde weiter, aber man ist raus und ja, dann muss man einfach eine andere Anspannung haben. Heiner, wie hast du es immer wahrgenommen? Ja, das war sehr emotional, immer auch wenn wir gewonnen hatten. Ob man jetzt in Offenbach gespielt hat oder in Neunkirchen, das musste man, also ich jedenfalls hatte es immer so, wenn ich so zurückblicke, bin ich in so ein Loch gefallen für mich. Wie es den anderen ging, weiß ich nicht, aber ich war immer in so einem, wirklich in so einem Zentrum drin, für mich alleine. Ich hatte meinen Gegenspieler, den musste ich bearbeiten, den musste ich bekämpfen. Und alles, was darüber hinauskam, das war nachher emotional, wenn das Spiel gewonnen, beziehungsweise genauso negativ, wenn es verloren wurde. Ja. Habt ihr es mal erlebt, wenn ihr zurückdenkt an DFB-Pokalspiele, dass ihr auf einen unterklassigen Gegner getroffen seid und gemerkt habt, ey, die wachsen gerade völlig über sich hinaus? Das habe ich erlebt in Offenbach, ja, zum Beispiel. Ja. Am Biberer Berg haben wir gegen Kickers Offenbach gespielt. Ich weiß nicht, wo wir dagegen vorher gespielt haben, aber das war sehr emotional und das ist auch ziemlich knapp ausgegangen dann. Ich glaube, ja. Nach Verlängerung habt ihr gewonnen da, ne? Ja, ja. Aber ich wollte nur mal da das erste Spiel, das erste Pokalspiel, was wir gewonnen hatten dann, ja, in Hannover gegen Hertha BSC, wo der Wolfgang Seel ja dieses wunderbare Tor da macht von der Außenlinie. Und das wäre kein K.O.-Spiel gewesen, das war in der Verlängerung. Und zu dem Zeitpunkt oder zu der Jahreszeit war es noch so, das Spiel hätte ein paar Tage später wiederholt werden müssen. Und wir hatten schon alle Krämpfe, das war schon in der Verlängerung. Ne? Also das hättet ihr jetzt nicht gebraucht, nochmal so ein Spiel. Nein, aber wir waren schon so weit. Wir haben uns teilweise, das weiß ich noch, auf dem Platz unterhalten. Untereinander, Mensch, jetzt musst du aufpassen, in 3-4 Tagen wird das Spiel wiederholt. Ne? Und dann hat der Kargus, glaube ich, war im Tor, ne? Der hat einen kleinen Fehler gemacht, ne? Nein, das war der Kargus, hat ja in nach
Weiß ich jetzt nicht mehr. War es Köln? Nein, das war der Nigbur. Ach, Nigbur, Entschuldigung, so war es. Aber ja, den Fehler hat nicht der Nigbur gemacht. Jetzt klär mich auf. Den Fehler hat nach einem Freistoß der Uwe Kliemann gemacht. Ah, okay. Der ist parallel zum Tor gelaufen und hat dann, da sieht man, wenn man das im Fernsehen noch sieht, lauerte schon darauf, dass er den Ball zurückspielt und ist in den Ball gegangen, wie der denn zum Nigbur zurückspielt und schlänzt den vorne weg. Der Nigbur liegt, steht schon so und dann macht der Wolfgang Seel mit dem linken Fuß, macht er fast von der Torauslinie das Ding rein. Das kann kein anderer wie Wolfgang Seel machen. Ja, ich wollte sagen, ein unmöglicher Winkel eigentlich. Das ist uns allen. Ja, das glaub ich dir. Hast du es mal erlebt, unterklassigen Gegner, der auf einmal so völlig über sich hinausgewachsen ist? Ja, da hat man ja, ich sag mal, ich habe jetzt nicht unbedingt die Bilder vor Augen, aber ich glaube, wir haben in Emmen mal gespielt. Das ist so, ich sag mal, die Zuschauer stehen natürlich hinter der Heimmannschaft. Die wissen genau, für die geht es heute um alles. Die holen alles aus sich raus. Und wenn man da nicht zu 100% dabei ist, wird es schwierig. Mal ein bisschen andersrum gefragt, weil du hast es ja eigentlich genau andersrum erlebt. 1995 habt ihr Bayern München geschlagen. Ja. Und da wart ihr die krassen Außenseiter. Ich glaube, das kann man so klar sagen in dem Spiel. Das war so, ja. 3:1 habt ihr das Ding gewonnen. Im alten Rheinstadion war das noch. Was für Zutaten braucht es, um so ein Spiel für sich zu entscheiden? Ja, als erstes muss ich sagen, ich habe in dem Spiel nicht mitgespielt, ich war verletzt. Aber wie gesagt, war das einer der Gründe, warum wir das Ding gewonnen haben? Vielleicht. Muss ich sagen. Spaß, das war's. Ja, alles gut. Wie gesagt, das kann auch genauso umgekehrt sein. Ne? Mhm. Das war jetzt zwar dann Bundesliga gegen Bundesliga, aber trotzdem ist es ja was anderes, ne? Wenn man gegen Bayern München antritt. Ist man meistens oder eigentlich immer Außenseiter und damals war es dann schon krass und da sind wir über uns hinausgewachsen und muss auch sagen, die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und ich glaube, in dem Spiel auch verdient weitergekommen. Leider hat es nicht bis zum Endspiel gereicht. Und damals war es Rheinstadion sogar mal voll, das war sogar ausverkauft. Ja, in dem Spiel das war ja nicht immer der Fall. Na, war selten der Fall, aber ich sag mal, wenn Dortmund und Bayern da war, war es sowieso immer da und wie gesagt, gegen Bayern dann im Pokal noch eher. War das so eine Sensation, gegen die Bayern zu gewinnen, wie es heute eine wäre? Oder war da der Unterschied noch nicht ganz so groß, wie er wahrscheinlich heute ist? Puh, schwer einzuschätzen. Ich glaube, heute reden sie alle, wenn Bayern im Pokal besiegt wird, ist immer eine Sensation. Ob es dann immer so ist, muss man sagen. Ich sag mal, die anderen können auch Fußball spielen. Klar ist der Unterschied größer, aber ne, damals, ich glaube, sind auch fast mit voller Kapelle aufgelaufen in dem Spiel. Also unterschätzt haben sie uns nicht. Sensationen. Weiß ich nicht, wenn Bundesliga gegen Bundesliga spielt, weiß ich nicht, ob man immer Sensation reden muss. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, waren mit Sicherheit eine riesengroße Überraschung, dass wir weitergekommen sind. Aber eine Sensation, ja, ist Auslegungssache. Ihr seid dann bis ins Halbfinale vorgedrungen, 96 dann gegen KSC gespielt. Ich war da dabei bei diesem Spiel im Fanblock. Und meine Erinnerung ist, das wäre nicht nötig gewesen, das Spiel zu verlieren, ne? Ja, ich habe es also jetzt nicht mehr hundertprozentig vor Augen. Es gibt so zwei, drei Dinge. Ich glaube, wir liegen 1-0 hinten und Alexander Ristić war damals Trainer und wechselt die komplette Offensivabteilung auf. Mill runter, Pantschew runter und ich glaube Bunzoll. Weiß nicht, auf jeden Fall alle drei Offensive runtergenommen und bringt drei Mittelfeldspieler. Hat er dann nachher so erklärt, er wollte Pressing spielen, dann laufen wir, glaube ich, noch in Konter, verschießen, glaube ich, in der 80. oder 82. Minute einen Elfmeter. Stimmt, richtig. Ja. Haben wir noch einen Elfmeter verschossen. Ja. Wie gesagt, war sehr, sehr schade. Wenn man so nah davor ist, dann hätte man vielleicht nicht so lange warten müssen, um wieder ins Pokalfinale zu kommen. Und wie gesagt, die Legenden so wie Heiner, wo man weiß, die haben zweimal den DFB-Pokal gewonnen, das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz, ne, wenn man weiß, vorher haben sie es auch schon geschafft. Aber leider war es uns nicht vergönnt. Die Karlsruhe hatten zu dem Zeitpunkt auch eine echt gute Mannschaft, da muss man auch ganz klar sagen. Und von daher war es natürlich schade, ja. Ich meine, es ist klar, wahrscheinlich gab es erstmal große Trauer, wenn man dieses Halbfinale verliert. Aber so viel Zeit hattet ihr eigentlich gar nicht dafür, weil ihr habt ja noch mitten, das war ja damals anders als heute, viel früher, das war damals Ende Februar, dieses Spiel. Und ihr habt ja mitten im Abstiegskampf der ersten Liga auch noch gesteckt. Wir waren in der Winterpause, glaube ich, für viele waren wir schon abgeschrieben. Ich glaube, wir hatten
weiß gar nicht, 10 Punkte, 14 Punkte, ich weiß es gar nicht mehr genau. Haben wir eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Also von daher hat uns das nicht das Genick gebrochen, was dann natürlich ab und zu immer passieren kann bei manchen Mannschaften. Wir hatten auch eine sehr gute Mannschaft, auch eine Mannschaft, die intakt war. Und von daher, ja, mussten wir weiter fokussiert sein. Aber wenn man heutzutage guckt, muss man das ja auch sein. Und ich glaube, das war früher bei Heiner auch nicht. Man muss sich immer das nächste Spiel wieder motivieren, konzentrieren. Und ja, wie gesagt, man durfte dann einen Tag oder zwei traurig sein, aber dann ging es halt weiter. Hat dann irgendwann für dich auch der Stolz überwogen zu sagen, ey, ich habe im Halbfinale gestanden mit der Mannschaft? Ja, jetzt im Nachhinein immer mehr, ja, weil man es jetzt auch mitkriegt, weil es so lange gedauert hat, wieder ins Halbfinale zu kommen. Aber in dem Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, waren wir stolz darauf, dass wir in der Klasse geblieben sind. Mhm. Das war, das, ich denke, der größere Erfolg oder der wichtigere Erfolg. Aber so im Nachhinein ist man schon stolz drauf, gar keine Frage. Hättest du dir das vorstellen können, dass es, das sind dann ja jetzt 28 Jahre, dass das so lange dauert, bis die Fortuna nochmal ins Halbfinale kommt? Ja, man muss dabei sein, ja, zu dem Zeitpunkt nicht, aber wo ich dann 99 die Fortuna verlassen habe, ja, waren wir in der Oberliga angekommen. Von daher war es dann schwer vorstellbar, dass es so schnell ist, und mich hat es natürlich gefreut, dass es irgendwann wieder aufwärts ging. Und ja, Pokal ist ab und zu auch Glückssache, da muss man auch ganz klar sagen. Heiner, was zeichnet eine Pokalmannschaft aus? Das ist ganz schwer zu sagen. Erstmal musst du natürlich ein bisschen Glück haben in den Auslosungen, wo du hinfährst. Das zählt. Und ich kann mich gar nicht so im Endeffekt daran erinnern, dass wir so versessen waren oder dass es so hoch geschrieben worden ist, boah, die sind jetzt im Halbfinale oder so, wie es jetzt dargestellt wird, was ja super ist. Aber wir waren in den 70ern, das hat geprägt, Heinz Lukas, eine Truppe, wo auch immer Spieler zugeholt worden sind, die auch menschlich zu uns passten. Wenn ich an meinen Freund Egon Köhnen denke, wir haben jahrelang in einem Zimmer geschlafen. Moins habe ich, wollte mich küssen. Ja. Nein, aber die Frauen waren auch befreundet, die Frauen haben sich getroffen. Das war irgendwie so eine Gemeinschaft. Nicht jeder, aber der größte Teil. Und da hat auch der eine oder andere mal gemeckert, aber größtenteils hat der eine für den anderen dagestanden. Ja? Ich habe mich die Tage noch mit jemand unterhalten. Und das ist immer, ich will nicht sagen, früher war alles anders, das ist falsch, weil ich nicht nah genug dran bin. Aber wie das aufkam mit Raumdeckung, was ich ja nie gespielt habe, zu meiner Zeit, da hat der... Habe ich gegen ihn gespielt oder umgekehrt. Wenn ich heute mitkriege, wenn eine lange Flanke kommt von der einen Seite zur anderen Seite und wir beide würden heute spielen, du holst den Ball runter mit dem Oberschenkel am Fuß und spielst den dann nochmal quer. Dann sagt der Reporter, boah, klasse. Ah, der Pass war klasse und die Ballannahme und das Verteilen. Mir hätte der Trainer damals gesagt, weißt du was? Du guckst den Ball nach, wenn du nicht in den Mann reingehst und störst den bei der Ballannahme, spielst du nächste Woche nicht mehr. Aber das ist einfach. Aber Pokal ist auch eine andere Sache. Da sind sehr viele Emotionen drin. Mhm. Das kann man gar nicht beschreiben, wenn man selbst am Platz steht oder wenn man das. Das ist schwierig, das innere Gefühl da mitzubekommen. Ja? Und ich finde es schön, dass die Fortuna jetzt wieder, es waren immer so Abschnitte. Auf der anderen Seite ist es schön, wenn von der Vergangenheit gesprochen wird, aber die Gegenwart ist wichtig, nicht die Vergangenheit. Es ist schön, was damals gemacht worden ist. Jetzt ist es schön, dass die Fortuna wieder im Halbfinale steht. Ich hätte es lieber gesehen, wenn die Fortuna gegen Leverkusen hier im Stadion spielen würde, als wie zum Tabellenführer jetzt dahin fahren. Aber es kann alles kommen. Im Pokal, sagt man so schön immer, ist alles möglich. Du sagst, du hast vom Losglück gesprochen. Und die Fortuna ist im Moment ganz gut im Tritt. Ja. Und genau deswegen machen wir das ja hier auch, um die Leute noch ein bisschen anzuheizen für dieses DFB-Pokal-Halbfinale, weil natürlich wir auch in der Gegenwart bleiben wollen. Aber ich muss natürlich mit dir ein bisschen über die Vergangenheit reden, weil du ja auch ein Teil von einer Siegesserie bist, die bis heute immer noch der Rekord ist im deutschen Fußball, denn ihr habt zwischen dem 4. August 78 und dem 28. Februar 81 im DFB-Pokal 18 Mal in Folge gewonnen. Bis heute Rekord.
im deutschen Fußball. Hörst du das auch mit Stolz? Ja, aber nur, ich habe es damals nicht so registriert. Wenn man heute mal das liest, das macht einen natürlich stolz. Und wenn die Fortuna wieder verliert oder irgendwann wird es geschrieben, ah, die sind ja ziemlich nah dran, freut mich das auch. Auf der anderen Seite liest man es, wenn man in der Truppe gespielt hat oder in der Ära, nicht in der Truppe, 18 Mal hintereinander im Pokal, das ist schon eine Serie. Ja? Gehört natürlich auch sehr viel Glück dazu. Ne? Und zwar stand ja auch, sagen wir, vor dem Beginn der Serie erstmal eine große Enttäuschung, ne? Weil ihr hattet 1978, du hast eben schon mal kurz angedeutet, das DFB-Pokalfinale verloren gegen die Kölner. Aber ihr habt ja da schon mal so ein bisschen am Pokal schnuppern können, sage ich mal. Ne? Hat euch das so eine Zusatzmotivation gegeben dann auch ja, für die nächsten Jahre? Ja, wir haben intern, beim nächsten Mal sind sie dran, so wie das so zwischen Kölner und Düsseldorfer ist. Die hatten natürlich damals auch ein bisschen Glück. Und ja, zwei Jahre später, wie wir wieder gegen Köln gespielt haben, macht der Bernd Kullmann macht natürlich wieder das 1-0. Aber das war bis zu verschiedenen Punkten war das ein ausgeglichenes Spiel. Ja. Aber es war schon ziemlich enttäuschend, zumal das ja ein Kampf war zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. War das damals auch schon die Rivalität so groß? Ja, die war immer. Ich kann da auch aus meiner Anekdote, kann ich da... Ich höre gerne. Ich glaube, auch. Ja, sehr gerne. Nicht, das können wir nachher mal wieder die Karriere zeigen. Aber ich hatte bis zum späteren Zeitpunkt, wo wir noch Fortuna 70 mit Heinz Lukas Hallenturniere gespielt haben, vor meiner Knieoperation, ich hatte immer mit Wolfgang Overath und Heinz Flohr war ein netter Kerl. Die anderen, wir haben eben drüber gesprochen mit dem Harald Konopka, Herbert Hein und so, da habe ich auch in der B-Nationalmannschaft zwei, drei Spiele mitgemacht können. Und ich hatte ja das Glück, einmal im Aufgebot zu stehen. Da hatte ich aber samstags mir dann einen Schienbeinbruch geholt, in Duisburg, ist aber egal. Und ich weiß nicht, ob der Helmut Schön mich eingeladen hätte, weil mit dem Wolfgang Overath stand ich immer am Kriegsfuß. Ja, nicht so gut und verstanden. Jahrzehnte später haben wir Hallenturnier irgendwo gehabt. Und dann bin ich auch an ihn rangegangen. Du bist genauso bekloppt wie früher auch. Aber so anfangs ich. Aber Wolfgang Overath, ich weiß nicht, ob ich damals eine Chance gekriegt hätte, wenn ich keinen Beinbruch gekriegt hätte. Okay, die Rivalität war auf jeden ja, Fall da. Ja, die war sehr stark, ja. Und ich sag mal so, diese Niederlage da war ja trotzdem der Grundstein für ja, vielleicht das größte Spiel der Vereinsgeschichte von der Fortuna, denn die Kölner sind in einem Jahr auch Meister geworden, deshalb durftet ihr im Europapokal dann spielen, ja. Im Europapokal der Pokalsieger und habt im Finale, bis ins Finale geschafft und dann dieses Spiel so unglücklich gegen Barcelona verloren. Ne? Deine Erinnerung daran? Die waren sehr emotional von Anfang an schon. Wir haben ja auch mitbekommen, wie die Fans schon hier von Düsseldorf wegfuhren und wo wir da gewohnt haben. Das war schon sehr emotional und vor dem Spiel kam der Jupp Derweil, war ja mittlerweile Bundestrainer, kam ja bei uns in die Kabine rein, hat uns noch begrüßt und also das war schon sehr emotional und wenn du da auf dem Platz stehst im Europapokal-Endspiel und die Namen dann alle hörst, ja, das war schon sehr, sehr... Im Kopf spielte sich das ab, ja. Aber ihr habt ja ein Riesenspiel gemacht. Ne? Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, das stimmt. Aber im Endeffekt, es gibt zwei, drei Situationen, da könnte ich heute, wenn der Gerd Zewe sitzen würde, wie der Elfmeter kam zum Beispiel, da bin ich mit nach vorne gegangen als Verteidiger. Und der Gerd Zimmermann, der Gerd hatte den Ball, der hätte nur zwei Meter zu mir rausspielen können. Und dadurch ist der Ball abgefangen worden von den Barcelona und dann ist mein Gegenspieler ohne mich, konnte frei laufen und der Gerd Zewe hat ihn gerempelt und gab es 11 Meter. Zum Glück hat der Jürgen Daniel den damals dann gehalten. Ja. Aber da gab es schon so, da spielst du anders, als wenn du hier im Bundesligaspiel spielst. Das ist, da wirst du getragen. Ja, ja das denke ich mir. Das war schon, was im Europapokal-Endspiel zu stehen, ist schon was Tolles. Ja. Nochmal ganz kurz auf diese Finalniederlage 1978 zurück. Das war nämlich die 5. Finalniederlage in Folge für die Fortuna im DFB-Pokal. War euch das damals bewusst? Nein, war uns nicht bewusst. Mir jedenfalls nicht.
Und trotzdem wir immer sehr guten Kontakt zu Mathis Mauritz, zu den älteren Spielern damals hatten. Die waren immer, aber das war uns nicht bewusst, das kam hinterher und schon wieder verloren. Und es war einfach so, aber das hat nichts damit zu tun gehabt. Und vielleicht hat es auch da ein bisschen dran gelegen. Ich hatte den Roger van Gool als Gegenspieler und die haben dann auf einmal, ich weiß nicht wer auf der anderen Seite, komplett gewechselt. Ja? Da ging der Roger van Gool und der andere war, wer war der Däne, war das glaube ich. Ein Däne war das, ist aber egal. Und da sind wir beide, der linke Verteidiger und der rechte Verteidiger, Gerd Zimmermann, Vorstopper. Da haben wir uns erstmal wieder nach einer halben Stunde umgewöhnen müssen. Ja? Aber. Nee, das war an vor sich, aber haben wir so hingenommen. Aber wie groß war dann die Erleichterung, als ihr das Ding dann 1979 dann gewonnen habt? Das war schon eine sehr große Erleichterung. Ich habe es eben schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel Bier und Zigarren wir geraucht haben danach. Und ich weiß noch, da haben wir auch drüber gesprochen, wie wir dann den Pokal geholt haben. Wir hatten ja auch mit den Journalisten da schöne Freundschaften, wie zum Beispiel Friedhelm Körner, mit dem ich heute noch Kontakt hatte. Und den haben wir dann, der lag schon im Bett besoffen, den Pokal daneben gelegt, da konnte sich ja nicht mehr dran erinnern. Wir haben letztens noch drüber gesprochen und haben Fotos gemacht. Aber die sind zum Glück nirgendwo aufgetaucht. Nein, das war schon sehr stark, ja. Aber du warst da beim ersten Pokalsieg von der Fortuna 7 und dann nochmal sozusagen 1980 warst du 8. Hast du irgendwelche Erinnerungen daran? Hast du auch schon Fußball verfolgt? Nö, also ich habe also daran nicht. Ne? Mhm. Man muss ja dabei sagen, ich habe ja bin ja auch erst 94 zu Fortuna gekommen. Vorher hat man sich insgesamt für Fußball interessiert, gar keine Frage. Aber das war natürlich auch direkt am Anfang, wenn man bei der Fortuna war, diese Zeiten. Und dann nach und nach liest man ja auch viel, bekommt mittlerweile was mit. Heutzutage ist es ja auch wesentlich einfacher, irgendwo an Informationen zu kommen, die es damals nicht so einfach zu bekommen war. Ich habe nicht viel mitbekommen, immer nachgelesen, mal was geschaut, was ich kriegen könnte über diese Sachen. Und wie gesagt, ich könnte mal einer stundenlang zuhören, wenn er erzählt. Ja, das war im Endeffekt, das ist, was du gerade sagst, kann ich auch bestätigen, der immer sehr eng bei uns war, war der Mathis Mauritz, der saß immer am Flingerbruch, wenn wir gespielt haben. Und auch wir saßen hinterher, da hat der Mathis Mauritz auch von seinen Zeiten erlebt. Da war ich ja auch noch Kind. Ja, das ist ja nur das Lied, hast du in der Zeitung gelesen. Und ja, das war aber immer sehr schön, dazu zu hören. Dann haben die haben ja kein festes Gehalt gekriegt, die haben was zu essen bekommen. Und, oder die haben dann in der Kabine und 50 Markschein hier oben reingekriegt, jeder. Andere Zeiten. Das ist eine andere Zeit gewesen. Das ist, ich sage einfach mal, eine andere Zeit. So ein kleines Ding. Ich war Amateur und dann habe ich ein Jahr Amateur gespielt und dann lief mein Vertrag aus. Wir durften ja keinen offiziellen Vertrag in der Olympiade haben. Ja, und dann hat der Bruno Recht mich hochgeholt zur Vertragsverhandlung und dann saß ich da. Daneben saß der Heinz Lukas. Ja, und er war ja eine Vaterfigur. Und dann hat der Bruno Recht angefangen, so ein Typ war, macht der Vater, macht der Mutter, so wie jeder. Und was willst du denn haben? Na, der Bruno, der Heinz Lukas, immer sagt, der will das und das haben. Ja, willst du das und das? Und der Bruno Recht hat den bald rausgeschmissen. Das waren ja nicht so Verhandlungen mit Partner oder Freund, der für dich verhandelt hat oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei euch teilweise war. Wir haben uns selbst dahin gesetzt, ja. Ich vermute mal, Harald, du hattest schon einen Berater damals, oder? Nee, hast du auch noch selber gemacht? Ja, jetzt darf ich da mal kurz erzählen. Wie gesagt, eigentlich damals war ja Wechselfrist 30.06. Also danach ging nicht mehr viel. Und dann ist, glaube ich, der Rainer Aigner ist, glaube ich, 10 Tage vor dieser Ablauf ist er wieder zurück nach Bayern gegangen. Und die haben einen gesucht. Ich habe ja vorher nur in Anführungsstrichen Oberliga gespielt. Beziehungsweise ich habe... Die Fortuna ist in dem Jahr ja aufgestiegen und wir haben den letzten Punkt gegen die geholt. Und dann hatten wir letztes Spiel hier und ich war im Urlaub. Und
dann hat mich irgendeiner angerufen, ich weiß nicht mehr genau wer, irgendein Kollege von Alexander Ristić. Ja, und früher, zumindest sehe ich das so, wenn man das heutzutage liest, ja, nochmal Verhandlungen hier. Früher ist man hingefahren und hat gesagt, wo muss ich unterschreiben? Jetzt ganz ehrlich, wenn der zweite Liga oder erste Liga kommt, dann habe ich nicht gefragt, was ist. Da haben die gesagt, das kannst du verdienen. Und ich sage, wo muss ich unterschreiben? Ohne, bevor überhaupt, ich sage mal, irgendwelche Beträge, dann habe ich mir... Gut, man hat ja dann gesagt, ich überlege mir das mal zwei Tage, aber innerlich hast du ja sowas gesagt. Also, ja, muss hast man du ganz so am Steuer gesessen? Ja, so ungefähr. Also zumindest ging es mir so, also zu der Zeit. Also ich habe auch erst sehr, sehr spät, also ich glaube, wo ich von der Fortuna im letzten Jahr, habe ich das nochmal gemacht, weil dann sind wir ja abgestiegen, da musste man sich drum kümmern, was weiter, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keinen Berater, nein. Wir haben jetzt gerade ja schon ein bisschen was von Heinz Lukas gehört. Du hast ja auch unter einer Trainerlegende hier gearbeitet, nämlich Alex Ristić. Was war er für ein Typ? Ja, also war jetzt nicht der Typ, der Trainer, der jeden Tag in die Kabine gekommen ist und alle umarmt hat, war halt nicht. Da muss man auch ganz klar sagen, war eine Autoritätsperson, ne, wie gesagt, für mich, ich bin ja, wie gesagt, aus der Oberliga gekommen, war es dann schon was anders, man hat zugehört, viele ältere Spieler dabei, also wie gesagt, fußballerisch wirklich, ja, sehr, sehr viel Ahnung, sehr, sehr viel Taktik, wo man am Anfang nicht so viel von gehört hat. Also sehr, sehr fußballwissend, muss ich wirklich sagen. Aber wie sagt man heutzutage, so ein richtiger Menschenfänger in dem Sinne war er nicht unbedingt. Aber wie gesagt, es ging um Fußball und das muss ich sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, wir sind ja nicht umsonst dann wieder aufgestiegen. Und dass dann irgendwann was aufkommt, wenn es nicht läuft. Wenn alles gut läuft, dann kann man machen, was man will. Ich habe irgendwann mal gehört, Otto Rehagel hat in Kaiserslautern, wo die Meister geworden sind, in Anführungsstrichen auch ein richtig großer Trainer. Hat dann vielleicht auch nicht viel Neues oder so gemacht. Wie gesagt, wenn es gut läuft, ist alles gut. Und wenn es nicht läuft, dann werden alle Fehler gesucht. Und dann geht es dann auch mal zu Ende. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. War sehr, sehr froh, dass ich ihn als Trainer hatte. Ja. Wir haben natürlich viele Leute, die dich kennen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Jüngere, die vielleicht sagen, Harald Kartemann, erstmal nachgucken, wo ist er denn? Dann werden die wahrscheinlich was finden. Nämlich, werden sie finden, der konnte richtig weit einwerfen. Sagen, es heißt natürlich, aber ich habe einen sehr, sehr schönen Satz von dir gelesen, mit einer gewissen Selbstironie, wo du gesagt hast, wenn ich nicht so weit einwerfen hätte können, würde sich kein Schwan mehr an mich erinnern. Und genau so ist es. Genau so ist es. Da brauchen wir nicht drum herum gehen. Also ich habe in keinem Europapokal-Endspiel gestanden. Ich habe keine deutsche Meisterschaft geholt. Ich habe keinen DFB-Pokal geholt. Ich war auch kein begnadeter Techniker. Ich war auch kein Sprinter. Also muss man sagen, ich glaube, für meine Voraussetzungen hätte ich es heute sehr, sehr schwer. Das muss man auch ganz klar sagen. Zu dem Zeitpunkt, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in anderen Vereinen jetzt vielleicht nicht funktioniert. Und Alex hat das auch eingesetzt als Waffe durchaus. Ja klar, ne? War ja dann irgendwann, ich glaube, wir haben in der Saison, wo wir drin geblieben sind, nach Einwürfen, ich glaube, 8 Tore gemacht, irgendwie sowas. Also entweder direkt verwandelt oder, ich sag mal, abgewehrt, Nachschuss. Also ja klar. Wir waren ja jetzt nicht die Mannschaft, die hoch überlegen war, da muss man ja ganz klar sagen. Wir haben viel von Standardsituationen gelebt und kamen dann zu dem Zeitpunkt halt auch mit Einwürfen. Heinz, jetzt müssen wir natürlich auch noch mal kurz auf dich eingehen, weil auch da werden natürlich dich nicht alle kennen, gerade von unseren jüngeren Hörern. Du warst, ich sag mal so, als sehr eisenharter Spieler bekannt, ne? Also schon ja, einer, der durchaus kompromisslos spielen konnte. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja mit Unterbach Stadtmeister geworden, 1967. Und da hatten wir zu Hause einen Untermieter, der war aber auch später mal hier mit dem Fred Hesse Betreuer der A-Jugend, wie ich schon nachher oben spielte, der Heinz Thomas. Der ist ja verstorben, schon lange Zeit. Und der hat dann meine Mutter verrückt gemacht, der Heiner muss nach Fortuna. Der fuhr schon immer zur A-Jugend. Und da war natürlich bei uns in Unterbach, vom SC Unterbach, Streit und mein Vater Streit mit meiner Mutter und ein Riesentheater. Da bin ich aber 67 mit hier zur Fortuna. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, als Mittelstürmer gespielt und dann... Stimmt, genau, du warst gar nicht erst Verteidiger. Ne? Nein. Ich bin als Mittelstürmer gekommen, das sagte ich ja eben mit Peter Meyer. Du wurdest doch Verteidiger, Peter. Nein, und da gibt es so kleine Anekdötchen, so... Ich habe in der A-Jugend Mittelstürmer gespielt, dann habe ich Amateurreserve gespielt, Bezirksklasse. Und dann verletzte sich und in der ersten Mannschaft, Amateurmannschaft, Landesliga damals,
verletzte sich der Sohn vom Juskowiak. Das war der Horst Juskowiak, mit dem war ich auch verletzt. Und dann hat der Trainer Bayer, der damals Trainer von beiden Mannschaften war, den Peter Biesenkamp gefragt: Peter, wen können wir denn jetzt Verteidiger spielen lassen? Nimm doch den Heiner. Da haben wir das erste Spiel, was ich gemacht habe, im Toro gespielt. Hans-Werner Moors ist ja auch ein Name, der bekannt ist in Düsseldorf, Preußen Münster. Mhm. Der hat damals da noch, von dem Moment an war ich Verteidiger. Und das dauerte nicht lange. Da habe ich in der ersten Amateurmannschaft gespielt. Und beziehungsweise da gab es damals noch immer so Freundschaftsspiele untereinander, so ein Ligapokal. Da habe ich dann gespielt und dann kam ich auch zur Bundeswehr und irgendwann war ich im Kader beim Heinz Lukas. Und da kam das nächste Glück, was ich hatte. Die Fortuna, ich habe ja Aufstiegsrunde auch ein Spiel gemacht. Und dann hat Fortuna, war ich mit dem Trainingslager in Freiburg, hat Fortuna die neuen Spieler verpflichtet. Unter anderem auch den Klaus Sänger von Schalke 04. Und da kam der Bundesliga-Skandal. Und da hat der Heinz Lukas, das habe ich aber auch später erst erfahren, wieder gefragt, da war ich schon Verteidiger, Fred Hesse, wen können wir denn da spielen lassen? Den Sänger können wir nicht spielen lassen, wenn der in der Bundesliga-Skandal ist, dann nehmen die uns nachher die Punkte ab. Ist ja bei anderen. Mhm. Und da hat er wieder geguckt und hat gesagt, nimm doch den Heiner. Und wo machte ich mein erstes Bundesligaspiel? In München, Grünwalder Straße, gegen Bayern München. Wie ich da aufgelaufen bin, das erzähle ich heute auch noch immer, dann bin ich aufgelaufen, habe da gestanden, wir haben gegrüßt, habe gesagt, Heiner, du kleine Junge aus Unterbach, jetzt spielst du in der ersten Bundesliga, jetzt sehen die anderen dich alle im Fernsehen. Ja, das war so. Dann habe ich in den Franz Krauthausen gespielt, wir haben zwar 3-1 verloren, dem Gerd Müller habe ich eine Ohrfeige verpasst. An deinem ersten Bundesligaspiel? Ja, der Wilfried Wolker hatte den Ball und der Gerd Müller saß auf der Erde und war am Stochern. Zum Glück hat der Schiedsrichter dann, habe ich dem Gerd Müller so eine geknallt. Da gibt es auch noch Bilder von, ja, habe ich auch zu Hause noch. Ne? Und wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, wäre meine Karriere wahrscheinlich anders verlaufen. Ja, und was war Endeffekt vom Lied, wie das zustande kam? Danach, samstags hier Spiel, Grünwalder Straße, Mittwochs, sagt der Lukas, du hast eine Einladung zum Länderspiel. Bin ich Mittwochs wieder nach München geflogen und da war ich mit Uli Hoeneß und so, die alle zusammen, Amateur-Nationalmannschaft, beziehungsweise war die Olympiamannschaft, ja. Und von dem Zeitpunkt ging es dann nur hoch. Schöner kleiner Schlenker. Aber ja, jetzt müssen wir nochmal zurückkommen zum DFB-Pokal. Ja. Denn ihr habt den ja dann nicht nur 79, sondern eben 1980 nochmal geholt. Und zwar dann diese Revanche gegen Köln, wo du schon gesagt hattest, so beim nächsten Mal sind sie dran. Hattet ihr da das Finale 78 echt noch im Kopf, als ihr da dann aufgelaufen seid? Ja, das hatten wir im Kopf. Und wir haben uns dann auch noch unterhalten, nachdem der Bernd Kuhlmann da genauso wie beim ersten Spiel dann auch wieder das 1-0 machte. Ja. Aber zum Glück haben wir da gute Stürmer gehabt. Wir hatten dann auch unsere Leute ein bisschen besser im Griff von der Abwehr her und Mittelfeld. Und dann macht der Rüdiger Wenzel macht dann das Tor. Und nachher der Klaus Allofs, der Thomas, der schlänzte den Ball auch noch dann da rein. Aber wenn man das heute noch mal so im Fernsehen sieht, da haben wir auch verdient gewonnen dann auch, ja. Es war zwar 2-1, war knapp, aber wir hatten nachher auch mit den Kölnern in der Kabine und so noch mal drüber gesprochen. Also die waren auch der Meinung, dass wir verdient gewonnen hätten diesmal. Ne? Kannst du eine Reihenfolge sagen, welcher der Pokalsiege der schönere war? Für mich war emotional, für mich persönlich, da 79 in Hannover das erste Mal den Pokal zu gewinnen. Ja. Kurz vor Ende der Verlängerung, wie der Wolfgang das Tor macht, ich sehe es noch wie heute, das ist alles abgefallen. Ja. Wogegen die Herthaner, ich habe Jahre später, war ich mal mit meiner Frau in Berlin, haben wir Berlin besucht, hat da noch eine Kneipe gehabt, gerade habe ich dann auf der Zunge gehabt, mit dem habe ich mich damals noch unterhalten, die waren auch nah dran und hatten Chancen, ja. Ich komme jetzt hier noch im Namen, tut mir leid, ist 2 Minuten habe ich. Ist nicht so schlimm. Und da habt ihr dann euch darüber unterhalten, weil das ein ganz enges Ding war damals? Ja, das war ein ganz enges Ding, ja. Das war ja, wie gesagt, in der Verlängerung.
Und da fällt natürlich alles so weg. Habt ihr euch eigentlich irgendwann in diesem Pokal unbesiegbar gefühlt? Hattet ihr ein anderes Selbstverständnis, wenn ihr in so ein Pokalspiel reingegangen seid? Nein, das war einfach, wir haben es genug gefeiert dann auch, ja. Und nein, das war nicht selbstverständlich. Das war jedes Mal, wenn du dann wieder neu am Platz stehst, musst du wieder neu anfangen, das fängst du wieder bei Null an. Du bist natürlich als Pokalverteidiger ganz anders da im Blickpunkt, als wenn du da verloren hättest. Aber uns lief das ja auch nach, dass wir der beste Verlierer aller Zeiten waren. Nicht das Pokalendspiel, durch das Europapokalendspiel. Ja? Die Kölner sind sehr früh aus dem Pokal der Landesmeister, hieß es damals, rausgeflogen. Und wir dann glücklicherweise, weil Köln deutscher Meister und Pokalsieger wurden, sind wir bis ins Endspiel gekommen. Ja. Das war das Emotionalste. Das andere, da wächst er in den Spielen wächst er hinein, ja. Diese Serie ging ja dann bis 81 und da seid ihr auch schon wieder bis ins Viertelfinale gekommen. Dann war dann gegen Hertha. Da war ich aber schon nicht mehr dabei. 81 war ich schon verletzungsbedingt invalide. Bei dem Spiel warst du schon nicht mehr mit dabei? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich habe gegen Leverkusen mitten in der Saison habe ich dann aufgehört. Ne. Ja, das 81, ja. Genau. Aber kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, an das, wie das dann gewesen ist, dass ihr da rausgeflogen seid an das Spiel? Nee. Keine Erinnerung mehr. Nee, das war emotional, weil ich da auch durch die Verletzung. Ja, war eine üble Verletzung auch, die du dazu gezogen hast. Ja, dadurch, ne? Mein Knie war kaputt, ja. Und das war einfach der große Verschleiß. Ich bin einmal in einem Spiel bin ich mit, das war auch, glaube ich, in Köln, mit dem Van Gool zum Kopfball hochgegangen und das war hier im Rheinstadion. Und wie ich runterkam, habe ich auch einen Knacks im Knie gemerkt. Und dann war es dick und dann war Ende. Weil du warst ja davor eigentlich bisher relativ verschont worden, ne? Du hast ja, glaube ich, ich habe außer, die, lang, ich, außer diese Verletzung, ja. Schien- und Wadenbeinbruch, da 73 in Duisburg, wo keiner was für konnte, war ich, das hat der Friedhelm Körner mir auch mal gesagt, über 100 Spiele ununterbrochen war ich dabei. Ja. Und das als Verteidiger? Das ist als Verteidiger, auch nicht selbstverständlich, ne? Wie schätzt ihr es ein, vielleicht du erstmal, Harald, der Pokal, hat der heute noch den gleichen Stellenwert wie damals zu eurer Zeit? Was schätzt du? Als Spieler oder als Zuschauer? Kannst gerne beides sagen. Ja, als Spieler glaube ich schon. Ich finde, hängt vielleicht auch ein bisschen an, welcher Mannschaft du spielst. Ne? Ja, aber ich finde, es geht so für die Zuschauer ein bisschen unter, weil wenn man Champions League hast und was weiß ich, das hat der Heiner ja gerade gut erklärt und erzählt, es gab einen Europapokal, der Landesmeister durfte einer teilnehmen, einer im Pokal und UEFA Cup, hieß der früher auch schon UEFA Cup? Ja, habe ich auch gespielt. Ja, haben wir auch gespielt. So, da gab es dann zwei oder drei oder zwei Mannschaften. Ja, die ersten fünf oder dann letzte, vierte, fünfte. Ja, genau. So. Also ich glaube, dass die Wertigkeit des DFB-Pokals, also in der Wahrnehmung, glaube ich, ein bisschen gesunken ist. Es wird zwar immer wieder, oder es werden viele Spiele oder alle Spiele gezeigt im Fernsehen, aber trotzdem für die Wahrnehmung, wenn man sich so mit Jüngeren unterhält oder so, dann ist immer Champions League und hier und da. Und ich finde, er wird ein bisschen zu wenig beachtet. Klar, als Spieler, wenn man dabei ist, wenn man das hört, was Heiner erzählt, wenn man das erste Mal den Pokal hochhält, also ich glaube, dass das schon richtig, richtig schön ist und richtig, ja, nochmal was mit einem macht. Wie gesagt, deswegen als Spieler glaube ich das schon, je nachdem, was du gesagt hast, in welcher Mannschaft man spielt, wenn man natürlich in der Mannschaft spielt, die, Champions League spielt und viele, viele Spiele hat, wird vielleicht, ich weiß es nicht, ich war nie in der Situation, vielleicht beiläufig mitgenommen, so ein Pokalspiel. Und wenn man heutzutage sieht, die haben alle einen 25-Mann-Kader und dann wird ja hin und her gewechselt, wenn man jetzt Leverkusen sieht, die können ohne Probleme 5-6 Mal oder Bayern wechseln von Spiel zu Spiel. Also von daher, ja, als Spieler glaube ich, dass es immer noch einen Stellenwert hat, vor allen Dingen Mannschaften, die ja nicht oben in der Tabelle angesiedelt sind, dass das schon immer eine Motivation ist. Und wenn man dieses Jahr die vier Halbfinalisten sieht, Leverkusen jetzt mal ausgenommen, glaube ich, dass die alle eine richtig, richtig große Motivation haben. Und die Leverkusener werden einfach die Motivation haben, nicht nur Meisterschaft, sondern auch einen Pokal zu gewinnen. Also als Spieler glaube ich schon, dass es ist, aber mir kommt der in der Öffentlichkeit teilweise zu schlecht weg, der Pokal. Heiner, wie siehst du es? Da muss ich vollkommen beipflichten.
wir sind noch so ein bisschen emotional. Ich sage einfach mal, greift da auch ein bisschen rein. Der Pokal war voll. Wir haben das erste Mal den Pokal in der Hand gehabt im Bus. Sekt gesoffen, der Bus fuhr an, da warst du nass. Das war ein Traum, das Ding zu halten. Vor allen Dingen noch schlimmer, wenn du so ein paar Jahrzehnte älter bist wie hier jetzt. Aber ich hätte ihn gerne auch mal meinem Vater gezeigt, ja, den Pokal in der Hand. Der war auch ein Fußballer, ja, aber der hätte geweint. Aber das geht ein bisschen unterbedingt, was er schon richtig sagt, durch die ganzen Wettbewerbe, die jetzt noch da dranhängen. Ja. Liga-Pokal gab es früher noch, UEFA-Pokal, aber der DFB-Pokal für die unterklassigen Mannschaften. Ist es noch ein unheimlicher Anreiz, dadurch mal gegen Erstligisten zu spielen, wie jetzt Saarbrücken, da ein tolles Spiel hinzulegen und dann noch zu gewinnen. Aber im Großen und Ganzen wird das ein bisschen verwischt, was ich schade finde. Ja? Ja. DFB-Pokal, ja. Habt ihr die Pokalsaison der Fortuna denn ein bisschen verfolgt? Oh, das wird jetzt schwierig. Also ich habe es so verfolgt, aber ich habe jetzt nicht Spiele oder ich weiß gar nicht, ob ich ein Pokalspiel gesehen, müsste ich jetzt überlegen. Verfolgt den Pokalfight in St. Pauli vielleicht, hast du da was von gesehen? Habe ich teilweise gesehen, ja. Habe ich aber, glaube ich, auch nicht komplett gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber das ist dann schon interessant. Aber wie gesagt, es läuft mittlerweile so viel Fußball am Fernsehen, ja, dass man es teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten und muss echt überlegen, welches Spiel habe ich jetzt geguckt und was weiß ich. Also ich muss dabei sagen, ich bin keiner, der Champions League en masse guckt, wenn es mal läuft und ich Zeit habe, gucke ich es. Oder auch mal samstags mittags vielleicht mal, aber jetzt nicht so Pokalspiele. Wie gesagt, für mich hat es immer noch eine andere Wertigkeit, Pokalspiel, weil es halt, man weiß, es geht über 90, 120 Minuten, vielleicht Elfmeterschießen, es gibt einen Gewinner, ist natürlich noch was anderes drin. Ne? Und das, was einer schon richtig sagte, für die unteren Vereine ist es natürlich sehr, sehr interessant. Und ja, auch für Zweitligisten, das ist einfach so. Und deswegen wertet für mich das nochmal auf, dass jetzt auch Zweitligisten dabei sind. Da können die mir alle erzählen, was sie wollen. Da ist nur noch ein Erstligist dabei. Das, also ich sehe den Umkehrschluss, das wertet die Sache nochmal auf. Vor allen Dingen ist es viel interessanter, als wenn wir ein Halbfinale hätten, weiß ich nicht, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Gladbach oder wie auch immer. Klar, wären sehr wahrscheinlich auch super Spiele gewesen, gar keine Frage. Aber das ist doch genau das, was Heiner gesagt hat. Das ist doch das Interessante an diesem DFB-Pokal. Das ist doch, wo die Zuschauer drauf warten, auf solche Dinge. Ja, es ist ja auch, ich sag mal, ist ja auch cool, dass so schade, wie es für uns ist, dass wir jetzt wirklich so einen Hammer losbekommen haben, aber Saarbrücken oder Kaiserslautern werden im Finale stehen. Das ist ja jetzt mal losgelöst von der Fortuna-Brille für diese Clubs ja auch einfach nur sensationell, egal wer von den beiden das schafft, einfach nur. Schöner wäre es mal, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, schöner wäre es, wenn das Spiel hier gewesen wäre. Ja. Wenn man gesagt hätte, da bei der Auslosung der Zweitligist oder Amateurverein hätte Heimspiel, ja. Aber wär da geht mal wieder die Fortuna-Brille, ne? Wäre vielleicht sowieso mal eine Überlegung, oder? Dass man nicht nur sagt, nicht nur der Amateurverein, sondern einfach der unterklassige Verein hat das Heimrecht, oder? Ja. Wie seht ihr das? So sehe ich das auch, ja. Ja, da ich ja aus dem Amateurfußball komme und dann die verschiedenen niedere Pokalspiele, da ist es halt so, ne? Ja. Da ist immer der unterklassige automatisch, Verein. Automatisch, ja. Der ist automatisch, ja. Genau. Da ist, in den Amateurklassen ist es eigentlich so, dass immer der niedere Klasse Heimrecht hat. Ja, aber da hängt heutzutage so viel dran. Da werden wir drei wahrscheinlich nichts dran ändern. Leider nicht. Was schätzt du denn mal so? Wir träumen jetzt mal und die Fortuna schafft das und ist im Finale. Was glaubst du, was das mit so einer Stadt und mit so einem Verein machen kann? Allein schon nur das Finale in Berlin zu erreichen. Ich glaube sehr viel. Ich sag mal, das hat Heiner ja auch erzählt. Ich sag mal, bei dem Europapokal-Endspiel, wie viel dahin gepilgert sind. Und jetzt, wir sitzen ja hier und ne, Heiner war der Letzte, der bei Fortuna mit in der Mannschaft war, der den Pokal geholt hat. Ich glaube, da werden sich ganz, ganz viele Düsseldorfer oder Düsseldorfer Anhänger auf dem Weg nach Berlin machen. Und ich sag mal, das wird für andere Vereine auch so sein, gar keine Frage. Aber ich glaube, das gibt nochmal einen richtigen Schub, ich sag mal, durch die Stadt, durchs Umfeld. Also das glaube ich schon. Also ich sag mal, alle Vereine lechzen ja nach solchen Dingen. Ne? Und wenn man dann so lange den Pokal nicht gewonnen hat und jetzt ne, so lange nicht mal im Halbfinale war, ich sag mal, da wird sich jeder darauf freuen und da wird, ich sag mal, nochmal richtig was in der Stadt passieren. Da kann ich nur beipflichten.
Denn wenn du jetzt so ein Spiel gewinnen solltest, ich glaube, da kann ganz Düsseldorf stolz auf die Fortuna sein, auf die Spieler. Und das wird nochmal einen zusätzlichen Kick auslösen, dass da die Leute, ich weiß nicht, wie viele Eintrittskarten die Fortuna dann erhält, da nach Berlin fahren. Ja? Denn da wird wahrscheinlich dann auch vom Bürgermeister, so wie es bei uns damals gewesen ist, der Bürgermeister sagen, ganz Düsseldorf ist stolz auf euch. Ja. Ja? Also das könnte ich mir vorstellen, da gebe ich ihm auch vollkommen recht, diese Emotionen, die dann ausgelöst werden, wenn du so einen Gegner, der da jetzt Tabellenführer noch ist, wie Leverkusen, da schlagen würdest, was sich dann da abspielt, ja, auf dem Weg dahin. Ja. So, jetzt habt ihr ja auf dem Feld gestanden, ihr könnt es besser sagen als ich, wie kann man denn so einen Gegner besiegen? Also wie kann man denn in Leverkusen beim ungeschlagenen Tabellenführer, wie kann man denn da bestehen? Wollen wir so sagen. Ich glaube, diese Frage haben sich dieses Jahr schon ein paar andere Mannschaften gestellt, ja, aus der ersten Liga. Also das ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass das Umfeld hier, das Trainerteam hier einen guten Job macht in Düsseldorf. Das, ja, was der Heiner vorhin schon gesagt hat, sie sind richtig gut in Schwung, ne? Schnuppern jetzt nochmal im Aufstieg. Das kommt ja nochmal dazu, gibt nochmal Euphorie. Ja, aber also von meiner Seite, selbst wenn ich da gestanden habe, selbst wenn ich ein bisschen Trainererfahrung habe in unterklassigen Ligen, gibt es keinen Pauschal, weiß ich nicht. Das ergibt sich. Ich sag mal, das Spiel hat heutzutage so viele Facetten. Also ich traue es mir nicht zu und ich würde es mir auch nicht anmaßen, von hier aus irgendeinen Tipp zu geben oder wie auch immer. Ich glaube, die Spieler sind ganz gut beim Trainerteam aufgehoben, ja, und da mache ich mir wenig Sorgen. So besser könnte ich es auch nicht sagen. Nein, das wäre jetzt. Muss einfach Glück haben. Die Fortuna hat nichts zu verlieren. Ja. Und dann, was sie jetzt in den letzten Spielen wieder gezeigt haben, sie haben nichts zu verlieren. Der Trainer wird die schon richtig einstellen. Und da können nicht zwei Außenstehende jetzt sagen, das muss jetzt so oder so laufen. Das wäre total verkehrt. Sie haben nichts zu verlieren, können reingehen. Der Trainer wird sie vernünftig einstellen. Konditionell sind sie auch da. Und hoffen, dass die Leverkusener vielleicht doch mal einen schwachen Tag erwischen. Ja? Denn die haben bis jetzt immer sehr gut gespielt. Das muss man auch neidlos anerkennen. Ja, ja? Definitiv. Dann nehmen wir jetzt von euch vielleicht noch irgendwelche zum Ende eine schöne positive Erinnerung an Leverkusen mit, wenn ihr an eure Karriere zurückdenkt. Bei dir haben wir eben schon gehört, du hast eine ganz schlimme Erinnerung an Leverkusen. Aber dann gehen wir vielleicht, gibt uns ein bisschen Mut geben, wie man gegen die Leverkusener gewinnt. Könnt ihr euch an Siege gegen Bayer Leverkusen erinnern? Ja, wir haben, so, wir haben damals 1-0 gewonnen in Leverkusen, aber ich glaube sogar in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind. Das ist egal. Nein, ich meine, wir haben 1-0 gewonnen. Ich glaube, Tommy Seliger hat damals Tor gemacht. Ja, meine ich. Deswegen. Also es ist möglich, gar keine Frage. Ne? Wie gesagt, hört sich auch wieder, ne, nach so einer Floskel an, das, was Heiner gesagt hat, das Spiel fängt bei 0-0 an. So, es sind schon ganz andere Dinge passiert, früher wie heute. Ne? Wer hat gedacht, dass Bayern in Saarbrücken ausscheidet? Also von daher, es ist alles möglich. Ne? Es kann natürlich auch, ich hoffe, dass sie gewinnen, gar keine Frage. Und dann muss man einfach mal schauen, ne? Wenn es dann nachher leider verloren geht, kann die Mannschaft trotzdem stolz auf eine richtig gute Pokalsaison sein. Ja. Aber ich denke, dass alle Anhänger die Daumen drücken werden und einfach hoffen, dass es das, dass es schaffen. Ja, und da muss man einfach mal dran glauben. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, ja. Heiner, ja, du hast bestimmt öfters mal gegen Leverkusen gewonnen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie es in meinem letzten Spiel gewesen ist, wo ich in der Halbzeit oder während dem Spiel ausgewechselt worden bin, weil ich nicht mehr konnte. Aber wir haben hier, damals war es ja noch in Anführungszeichen Werkself. Und Dieter Herzog ist ja dann auch, unser ehemaliger Linksaußen, nach Leverkusen gewechselt. Aber das wechselte immer. Aber die einzelnen Spiele kann ich mich nicht dran erinnern. Aber wir hatten nicht so viel Angst vor Leverkusen als vor Gladbach oder Bayern München oder so. Das, aber ich will man muss das neidlos anerkennen und finde es schön. Ich habe nichts gegen die Bayern, das ist ein Verein. Aber dass jetzt mal wieder ein anderer Verein da spielt und da oben spielt. Und alle Achtung, ja. Das sind doch schöne Schlussworte. Ich kenne sie fast gar nicht mehr mit Namen. Aber sie spielen schön Fußball. Ja, sie spielen wunderbaren Fußball, sonst würden sie ja nicht da oben stehen. Ne? So sieht's aus. Danke für die schönen Einblicke von euch in eure DFB-Pokal-Erinnerungen. Und wir haben, glaube ich, beide andächtig gelauscht, wenn Heiner von ganz früher erzählt hat und die Anekdötchen ausgepackt hat. Ja. Danke für eure Zeit und wir drücken der Fortuna natürlich die Daumen.
Wir haben zu danken. Dankeschön. Also ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Ja. Schöne Erinnerungen. Sonst sahen die anderen immer, oder meine Frau hat immer gesagt, du stehst ja, erzählst gerne von früher. Nein? Ja, wie gesagt, ich kann stundenlang zuhören. Ja, bei solchen Geschichten. Es sind ja auch schöne Geschichten, die dann so passiert sind. Ich sag mal jetzt zum Abschluss, das muss halt nicht hier sein, aber wir haben gegen Lokomotive Leipzig gespielt. Was im Vorfeld da alles passiert ist mit, wir sind, Heinz Lukas, wir mussten immer ins Kino gehen. Ja, das waren, da waren wir ins Kino vor dem Spiel und dann sind wir ins Kino gegangen in Leipzig und auf einmal, so mit 15, 20 Mann, gingen zwei Mann mit dem Aktentäschchen vor uns, zwei Mann links, zwei Mann rechts, hier so Stasi. Dann sind wir ins Kino rein und da merkt, die gingen weiter, da merkt sie schon, da war was Kaltes, da saßen andere von der Stasi an der Theke. Wir haben das alles, wir haben den Film zu Ende geguckt. Und dann sind wir wieder rausgegangen. Draußen haben wir uns so einen Kreis zusammengesetzt. Dann kamen die wieder mit den Aktentäschchen und Ledermantel. Haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Och, sagt der eine, zweimal gehen rechts, zweimal gehen links. Nein, die haben da nicht stand. Oder jetzt das Abschluss dann. Im Stadion gewesen, 100.000 Zuschauer. So ein rundes Ding war da. Ja, die Riesenschüssel. Ja, Riesenschüssel. So, und dann waren wir oben in der Kabine. Der Egon neben mir, der Gerd Zimmermann oder wie auch immer. Haben wir ein Fenster aufgemacht, da strömten die in das Stadion rein, die Ostberliner oder Leipziger, also Ostberliner Blödsinn. Und dann haben wir geguckt, ach, um dem Stadion rum, an unserem Fenster, alles Fähnchen mit Hammer und Sichel. Zuck, 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 fünf oder sechs Stück, ich in meine Tasche reinnehmen, 10 Minuten später klopft es an der Türe. Ne? Stehen die von der Stasi wieder, können wir die Fähnchen bitte wieder machen? Komm, da gibt es 1000 Geschichten. Es ist aber immer wieder schön, solche Erinnerungen. Ja, so sieht's aus. Schöne Erinnerungen. Ja. Ja. Danke auch nochmal für eure Zeit. Sehr gerne. Wir haben zu danken. Gut. Im Namen der Fortuna.